Ja, hallo, werte Kommandanten der gepflegten Panzerunterhaltung. Heute haben wir uns mal wieder einem Replay gewidmet, in dem ein Deutscher einen Auftritt hat, und zwar der Rheinmetall-Borsig-Waffenträger hier von Buddy X69. Spielt nicht allein, nein, er hat hier noch zwei Mates im STA-2 und dem T-25-Pilot dabei. Also, und das ist das ganz Besondere, Karte ist Malinowka, und wir wissen alle, Malinowka und der Rheinmetall, das passt. Besonders in der Konfiguration, so wie er hier stehen hat, nämlich mit Tarnnetz und dem Fernrohr, da kann er mal richtig auftrumpfen. Hat sich jetzt hier auch sofort die Position geschnappt hinterm Busch und jetzt wartet er, dass da was aufgeht. Hat hier sozusagen die kleine große Kanone drauf, nicht die 15 cm. Und da hinten jetzt die ersten Gegner, die Kanone findet sofort mit der ersten Granate ihr Ziel und die IS-6 bekommt da schon die erste Begrüßungsschelle ab. Da hinten jetzt der Pilot, aber auf den kommt er nicht drauf, der ist hinterhalb des Hauses, vielleicht durchs Fenster, aber auch das klappt nicht. Das Fenster ist dann sehr klein und die Position sehr schwierig zu schießen, deswegen da noch nicht der Versuch gewesen. Auch der Super Pershing versteckt sich dann nach wie vor hinterm Haus. Aber, und das ist immer ganz wichtig, man braucht keine schnelle Hektik haben. Irgendwann findet man schon ein Ziel, wie in dem Fall mit dem Cromwell. Der hat sich da ein wenig zu lang, zu weit hochgestellt. Und dann kommt halt schon direkt da die Granate. Und da war es leider nicht möglich, sich den Kill zu schnappen. Aber der Gegner hat noch einiges am Panzer. Also da sollte das alles gut machbar sein. So, jetzt entscheidet er sich, dass er merkt, hoppala, da geht nicht mehr viel. Deswegen positioniere ich mich mal um. Fährt er Richtung seinem Platoon, um die da weiterhin dann auch unterstützen zu können. So, und der holt sich jetzt hier gleich die Position und will da ordentlich loslegen. Von da zu wirken. Aber auch hier kommt er jetzt nicht auf den Super Pershing drauf. Da stellt er sich jetzt hier Richtung A4, A5 hoch, weil da könnte von oben vom Hügel nämlich gleich Ungemach kommen. Und da kann er dann aktiv die ganze Zeit draufhalten. Mal schauen, ob es funktioniert, so wie er sich das vorstellt. So, der IS-6, der bekommt schon die erste Granate gleich ab. Und nochmal eine. Und da tut schon mal richtig weh, den Weg nach unten zu suchen in Form des IS-6. Ist auch schon raus.
Der STR2 hat es gemacht und der nächste IS wartet nicht lange, der bekommt sofort die nächste. So muss das sein. Ja, die leiden jetzt natürlich hier, dass sie nicht komplett durchdrücken, werden hier aufgehalten und da gibt es mal richtig Halligalli. Was ist mit dem Indien? Auch der, aber der hat noch Glück im Unglück, dass er nur gekettet wird. Aber das Glück bleibt ihm leider nicht hold. Da wird er dann final doch rausgenommen. Ein paar Panzer sind da noch oben auf dem Hügel mit dem T-25 Pilot und dem T-34-3. Und wir haben ansonsten noch einen Super Pershing Tiger P, eine Arti, die man auch nie ganz vergessen darf, und einen VK. Also da ist noch ein bisschen was am Start. Also noch ist der Drops nicht klutscht. Es steht auch nur 10-9. Also passieren kann da in der Tat noch alles. So, und jetzt nimmt er sich da vorne nochmal eine andere Position, um eventuell vielleicht auch mit dem Fernrohr ein bisschen was aufmachen zu können. Aber er will noch eins weiterfahren. Oh, er fährt sogar noch weiter. Da macht er jetzt die Vorhut und den Spotter und das mit einem TD, der kaum über Panzerung verfügt. Sehr interessant, aber wir sehen, zwei der verbliebenen fünf Gegnern haben wir da nochmal gesehen mit dem T-34-3 und dem Piloten. Hier ist ein Turm, der noch von der Schlacht hier zeugt. Und jetzt schauen wir mal, was das Fernrohr sagt, aber auch da kriegt er nichts auf. Vielleicht passiert auf der 9er-0er Linie was. Der HTC zieht sich jetzt zurück. Und da ist der Tiger P. Da fliegt der Schuss eigentlich perfekt und der Tiger P sagt, ne, nicht mit mir. Also die erste Schelle, die hat er noch abgeprallt, aber jetzt steht er so seitlich. Ich wollte gerade sagen, der muss einfach sitzen. 533 Schaden. Leider jetzt nicht mehr zu sehen, aber man kann ihn nochmal blind probieren. Aber er macht es nicht. Die ISO dafür und die ist da ganz eiskalt und macht alles andere weg. 11-10 damit wieder das Ergebnis. Langsam aber sicher positioniert sich da sein Team dementsprechend, um den finalen Angriff zu timen. Und auch er fährt ein Stück weiter vor nun. Da ist die Arti. Arti nimmt sofort seinen Mate mit dem Pilot raus. Und er aimt natürlich drauf. Schuss raus, fliegt perfekt. Und Arti weg. Aber jetzt ganz ärgerlich, da hinten ist nämlich der T-34-3 bei seinem HTC. Und er schießt rechts daneben.
Jetzt versteckt sich der T-34-3 hinterm Haus, aber da geht der Pilot auf, dann nimmt er halt den. Aber der Schuss oder das RNG vielmehr mag ihnen da nicht helfen, denn er schießt da in den Boden. Jetzt muss er es mit dem nächsten Schuss besser machen. So, und da hat er es besser gemacht. Der Pilot, der da nämlich im Cap steht, wurde da zurückgesetzt. Und ich glaube, der sieht jetzt auch ein, das macht keinen Sinn. So, T-34-3 fährt jetzt auf den HTC drauf. Da kann er nichts ausrichten, deswegen aimt er mal Richtung Super Pershing. Der ist aber sehr schwer zu treffen, macht es aber trotzdem klar. Diesmal hat die Kanone nicht gedrollt, sondern genau das gemacht, was sie machen sollte. Perfekter Schuss einfach. Und sie erhalten den Vorsprung weiterhin mit einem Panzer mehr aufrecht. Isu fährt jetzt in den Cap, um den Gegner da unter Druck zu setzen. Arti stellt sich um und er wiederum stellt sich wohl dem T-34-3 im Gefecht. Die Isus schreibt schon, dass er doch aufs Feld blicken soll, aber gut, dass er es nicht gemacht hat, weil so hat er nämlich die beiden Panzer hier erstmal entdeckt. Der Pilot muss noch ein Stück höher kommen und da ist er auch schon. Und auch wenn er da jetzt getroffen worden ist, hat er da den ganz wichtigen Schuss gemacht. Denn jetzt ist es ein One-on-One mit dem T-34-3. Und da kann jetzt auch ein bisschen was riskieren. Arti ist jetzt raus, damit 14-13. So, T-34-3, Auto-Aim. Und er ballert daneben. Ist es die Möglichkeit? T-34-3 ballert ebenfalls daneben. Jetzt ist es ein Kuscheln. One-on-One. Jeder will es natürlich jetzt. T-34-3 macht alles, stellt sich dementsprechend, aber bekommt hier die Schelle. Jetzt ein bisschen Zeit hier rumbringen, dass er nicht sofort schießt. Und er verschießt. Sehr wichtig. Jetzt hier im Nahkampf. Aber da prallt er ab am Turm. Das ist noch nicht durch. Er macht es hier clever, er versucht hier ein möglichst schweres Ziel darzustellen. Aber diesmal schafft es der T-34-3, den Schuss durchzubringen. Aber er wiederum, auch mit einem toten Richtschützen, macht hier den Sieg klar. Und damit ist das Replay beendet mit 6747 Damage. Das ist ordentlich und so muss das sein. Das Finale hat es dann auch nochmal richtig in sich gehabt. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.